Jo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Malaga FM 22 Karriere. Valladolid ist der nächste Gegner und da werden wir natürlich noch schauen, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt, wie man sich auswärts schlagen. 18.000 Dauerkarten. Ist nicht nur für die, auch so eine. Aha, okay. Fitness-Tests. Kein Fitness-Test erforderlich. Die Kondition ist natürlich beschissen. Gut, dann machen wir das so. Passt. Gehen wir auf die Teamauswahl. Husbeck hat da sehr gute Erfahrung. Hat auch sehr gute Werte. Den kann man euch nur empfehlen. Na, sagt es mal jetzt nicht den Husi an. Doch. Der Antritt ist ein bisschen schwächer geworden. Ist 30 Jahre alt. Aber hat einen guten Abschluss. Dann sollte man noch ein bisschen trainieren können. Und das vertikale Tiki-Taka haben sehr schnell influziert. Von dem her gehen wir rein ins Spiel. Auswärts. Schon weiß man spielt da. Oh mein Gott. Das wird lustig. Schon weiß man. So. Gut den Ball erobert. Warum klettern wir auf den zweiten Platz? Deswegen, die haben schon vorher gewusst. dass da was passiert. Und wenn man das so sieht, weiß man. Ja. So. Anfeuern. Sehr traurig, dass das nicht so funktioniert, wie ich will. Hä? Fühlen schon in der zweiten, dritten Minute, vierten Minute 2-0. Das ist auch sehr merkwürdig. Jeder Schuss ein Treffer, Respekt. Auswärts haben wir offensichtlich keine Meter. Und die spielen uns wirklich an die Wand. Wir kriegen da keinen Ball raus. Da schlafst in die ersten Minuten, weil du in der Kabine mit dem Kopf bist. Und dann passiert das sowas. So, unsere XG-Werte sind ziemlich beschissen. Und jetzt gehe ich mal Wasserfloschen werfen. Ja, zweite Halbzeit hinein. Ändern will ich jetzt nichts unbedingt, aber ich möchte irgendwie ein bisschen mehr sehen als nur das, was da passiert. So, sind da einige schon mit der Kondition unten, 4-0. Hey, der ist bitter. Der ist wirklich bitter. Nicht ein einziges Mal aufs Tor. 9 Schüsse aufs Tor, ein XG-Wert von 2,5. Sehr schlecht. Und er holt hinten wirklich alles. Also ich habe schon wirklich alles gemacht, damit er gedeckt wird, aber der wird einfach nicht deckt. So, das ist natürlich eins für die Fisch. Wir greifen an und treffen nicht. Da brauchst du halt ein bisschen einen besseren Spieler. So, kurz abgespült. Der Goalie haltet wirklich alles. So, jetzt brauche ich den aber auch nicht mehr decken, weil das natürlich sehr heftig ist, was da passiert.
Ein 4:0, das tut sehr, sehr weh. Der nächste, der verletzt ist. Kriegen wir auch einen Physio. Tja, das ist natürlich sehr bitter. Aber wir müssen halt die Co-Trainer schicken. Wir müssen halt diese Abwehrprobleme beseitigen. Wir sind aber nur 8 da. Mit minus 1 Gegentor, weil er Tolit mit 4:0 und 1:0 offensichtlich. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder gegen Ibiza. Thank you.